Das war's mit dir, Misttyp. Räum mal den Beutel bitte aus, Geralt. So, jetzt geht's. Untersuchen. Die haben uns jetzt aber einiges an Schaden gemacht. Gut, das hat hauptsächlich daran gelegen, dass Axi schon wieder nicht funktioniert hat, weil ich so lange gebraucht habe. Und, so hat er jetzt beim Speichern so komisch nach rechts geguckt. Und, dass der teilweise da einfach mal den Gegner, der ganz hinten gewesen ist, anvisiert hat. Hier scheinen wieder welche zu sein, oder? Ja. Moment. Ich schätze mal. Ah, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt, ich Idiot. Zack. Na super, jetzt hat der uns direkt mal fett angegriffen. Ach so, bin ich doof. Ich hätte jetzt können, während der eine hier in dem Dings drin ist. So, wie jetzt könnte ich ja den anderen mit Axi auf meine Seite ziehen. So machen wir das jetzt. Aha, jetzt gehört er mir. Sehr geil. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange der auf meiner Seite kämpft. Ja gut, jetzt natürlich nicht mehr. Jetzt ist der andere auch schon tot. Wir greifen ihn an, dann kämpft er nicht mehr auf unserer Seite, das ist klar. Ja, greift mich an. Irgendwie torkelt der ein bisschen darum, der Typ. Zack. Gegen einen ist einfach, gegen einen Typ, weil dann kann man immer hier abwehren, blocken. So, und das war's mit dem. Sagen wir mal hier mal den Beutel ein. Komm, so. Drahtschnur und Hechtdraht. Aha. Und Lumpen. Der lässt Lumpen fallen. Schön. Kann man hier nicht normalerweise so Holzbretter rausholen als die, aus diesen Holzdingern. Oh, eine Truhe. Sehr schön. 50 Orans. Das ist doch mal was. So, speichern wir mal gerade. Ich denke mal, unser Leben regeneriert sich jetzt von selbst schnell genug. Da müssen wir nicht... Ach, da ist ja Triss schon. Bin gespannt, was von diesem Wrack noch übrig ist, von dem Cedric gesprochen hat. Wenn es von einem Kairan attackiert wurde, nicht viel, schätze ich. Zum Glück suchen wir nicht nach menschlichen Spuren, sondern nach denen des Ungeheuers. Okay. Dann laufen wir immer hinterher. Und springen hier runter. Zack. Siehst du mal, da konntest du in Teil 1 noch nicht, Geralt, hier runterspringen. Und dann machen wir das Ganze nochmal. So. Oh, da ist eine Pflanze, die nehmen wir doch mal mit. Alraunenwurzel. Hier ist nochmal so eine Springdingspassage. Hier ist doch noch eine Alraune. So. Oh, wo ist Triss jetzt hin? Ganz da vorne schon. Und da hinten ist das Wrack. Ein Glück, dass du hier bist. Ja, klar bin ich hier. Hoffentlich ist das jetzt nicht unser Schiff. Was ist jetzt los? Was war das? Ah. Siehst du diese Spuren? Ja, ein grässlicher Ort für einen Spaziergang. Es sei denn, man ist auf der Suche nach tiefen Eindrücken. Spuren bedeutet, irgendjemand ist hier. Vielleicht ist ja die Alte da, die andere. Magie oder Gefahr. Oh. Das Hexeamulett hat geleuchtet. Und wir haben das falsche. Das falsche Schwert gezogen. Wir haben das falsche Schwert gezogen. Dann holt auch das andere raus. So. Jetzt haben wir aber auch das richtige Schwert diesmal. Alter Falter. Alter, was war das? Die haben mich ja mit einem Schlag hier weggefetzt, ey. Was soll ich denn dagegen machen? Vielleicht legen wir diesmal hier so eine Bombe hin. Na super, jetzt müssen wir den ganzen Rotz hier nochmal machen. Dieses Rumgespringe da. Naja, dann lad erstmal. Oder hat er danach nochmal gespeichert? Also er hat jetzt hier Magie oder Gefahr gesagt, weil das Hexamulett scheinbar... Na super, wir sind wieder hier. Weil das Hexamulett scheinbar vibriert hat. An dieser Stelle überspringe ich dann mal, bis wir wieder bei den... Was von diesem ja, bis wir wieder bei den Ertrunkenen da unten sind.
So, meine Damen und Herren, da kommt Triss gelaufen. Ich bin also wieder den Weg hier jetzt gegangen und habe an dieser Stelle jetzt auch gespeichert. Das da können wir überspringen, das haben wir schon gesehen. Hab an dieser Stelle gespeichert, das heißt, falls ich wieder sterben sollte, weil 5000 Creeper gleichzeitig auf mich einschlagen, 5000 Ertrunkene gleichzeitig auf mich einschlagen, dann, und ich sterbe, jo, dafür habe ich mal gespeichert. Diesmal hat er, oh, was war das, du Idiot, du solltest nicht, das hat das falsche Schwert rausgenommen, du solltest Gwen einsetzen. Was macht der denn? Ist der bekifft? Das zweite Schwert rausnehmen und jetzt... Ah, ich habe die fatte Taste gedrückt. Ich habe 1 gedrückt statt Q. So, jetzt aber. Und ja, die Dingens hier, die kommen auch ganz ordentlich zugesetzt von diesen... Oh, alter Falter. Dann an dieser Zeichen mal ein Öden. An dieser Stelle mal ein Öden natürlich. Komm her, du Arsch. Und jetzt renn hier durch. Zack, den hätten wir also schon mal. Jetzt setzen wir Axi ein. Wow, oder auch nicht. Zack. So, und gegen den setzen wir jetzt Axi ein, den nehmen wir auf unsere Seite. So. Der kämpft schon mal für uns. Und jetzt bleibt nur noch einer. Alte Bekannte. Da kriegt man feuchte Augen, was? Lass uns nach den Spuren suchen und dann von hier verschwinden. Machen wir. Wir suchen nach den Spuren und verschwinden dann. Na, sag mal, so, untersuchen. Die haben doch noch mehr fallen gelassen hier. Wo sind wir denn? Gibt's ja nicht. Wartet schon. Gut, ich speichere auch direkt mal wieder. Hier wird mir irgendwas angezeigt. Als Quest. Augenblick mal. Was hast du vor? Einfacher diagnostischer Zauber. Sollte uns ein paar Fragen beantworten. Hau rein. Was macht sie? Er ist krank, Geralt. Ein sterbendes Ungeheuer. Wie lange lebt er noch? Ein paar Jahre. Vielleicht ein Dutzend. Na super. Zu viel. Was hat er? Jede Information kann nützlich sein. Der diagnostische Zauber zeigt, dass ein Teil seiner Zellen mutiert ist. Oh, ein Hexer! Ein Hexerkrakenvieh. Wieso heißt das, dass er stirbt? Ich bin auch ein Mutant. Die Zellen aus der Absonderung, die ich untersucht habe, wirken wie Krebszellen. In gewisser Hinsicht sind sie leistungsfähiger als der Rest, geraten aber außer Kontrolle. Ein rotes Gewebe entsteht. Sieht sehr unangenehm aus. Armes Vieh. Aber du hast ein interessantes Thema angeschnitten. Willst du wissen, was an Mutanten wirklich anders ist? Aber klar. Na klar. Solche Veränderungen wie in deinem Organismus vollziehen sich normalerweise über Tausende von Jahren. Genetische Abweichungen, also Mutationen, bewirken, dass der Organismus leistungsfähiger wird. Vollziehen sich die Mutationen im Verlaufe vieler Jahrhunderte und über zahlreiche Generationen hinweg, reden wir stolz von natürlicher Auslese und Evolution. Geschehen sie in kurzer Zeit in einem einzelnen Organismus, bezeichnen wir diesen Organismus als Mutanten. Das hast du schön gesagt. Was weißt du noch? Er ist ziemlich giftig. Kennst du ein Antidotum? Dein Hexerstoffwechsel müsste die Toxine neutralisieren, sofern die Dosis nicht allzu groß ist. Aber verlass dich nicht allein auf deine Mutation. Das Elixier aus Schattenbeinwurz erleichtert die Sache. Das Kraut kenne ich. Weiß